Weißt du, was wirklich verrückt ist? Ich weiß genau, was du gerade denkst. Ich bin dem Rat deiner letzten Videos gefolgt, die du übrigens hier oben anschauen kannst, falls du sie noch nicht gesehen hast. Und ich habe einen riesigen Haufen cooler Filmideen gefunden und in mein Ideenarchiv geschrieben. Aber wie zum Teufel mache ich daraus jetzt ein Drehbuch? Wie mache ich daraus eine Geschichte? Ich weiß nicht, wo ich starten soll. Keine Angst, du brauchst dir keine weiteren Sorgen zu machen. Daher zeige ich dir in diesem Video drei außergewöhnliche Methoden, um aus deinen Inspirationen Filmideen zu finden. Im besten Fall bringen Inspirationsquellen viele Ideen zum Drehbuchschreiben. Aber manchmal ist der Start einfach etwas herausfordernd. Keine Angst, wir waren alle mal da. Daher lasst uns ohne Umwege direkt zum Thema kommen. Üblicherweise nimmt man als Inspiration für eine Geschichte eine Handlung oder ein Thema, was du durch eine Handlung erklären oder erzählen möchtest. Dabei gibt es so viele andere Methoden, die du als Ausgangsposition für deine Geschichte nutzen kannst. Starte doch zum Beispiel einfach mal mit einem Charakter. Ich meine, wenn du eine Figur entwickelt hast, die interessant und charismatisch ist, dann nimm doch einfach mal diesen Charakter und wirf ihn in die unterschiedlichsten Situationen rein und schau, wie er darauf reagiert. Oder sie. Oder es. Oder was es noch so gibt. Frag dich einfach jedes Mal, wie können seine Eigenschaften oder Talente oder Fähigkeiten ihm dabei helfen, unüberwindbare Hindernisse zu überwinden. Wow, mein Vokabular ist mal wieder on point. Aber mach es ihm bloß nicht zu einfach. Im Gegenteil, mach es ihm so schwer wie möglich. Lass ihn seine größten Ängste bekämpfen und frag dich, wie du da immer noch einen draufsetzen kannst, um es noch spannender zu machen. Weißt du, was ich auch sehr spannend finde? Ob du dieses Video einmal kurz liken kannst. Ein weiterer Ausgangspunkt für Filmideen, den du unbedingt umsetzen solltest, wenn du dein Drehbuch später selber produzieren möchtest, ist die Frage, welches Genre kannst du in deiner Umgebung umsetzen? Hast du Zugriff auf besondere Drehorte wie Burgen, Ruinen oder verlassene Häuser oder kannst du auf besondere Kostüme zurückgreifen wie eine Rüstung oder ähnliches oder auf ganz besondere Requisiten, die einmalig sind oder worauf du einfach sehr einfach Zugriff hast? Wenn du weißt, dass du auf etwas Bestimmtes Zugriff hast, dann kannst du das sehr gut nutzen, um daraus eine Geschichte zu entwickeln. Jetzt bin ich neugierig. Schreib mal bitte ganz schnell in die Kommentare, ob du Zugriff auf solche besonderen Sachen hast, also besondere Drehorte oder Kostüme oder Requisiten. Würde mich mega interessieren. Okay, ich glaube, die letzte Methode muss ich ein bisschen genauer erklären, aber allgemein schreibe über das, was du kennst. Kennst du zufällig Michael Jackson, also der damals als King of Pop bezeichnet wurde? Michael Jackson war damals ein begnadeter Sänger und ein noch viel besserer Tänzer. Aber das Interessante ist, dass er nie wirklich dachte, dass er darin wirklich gut ist. Und genau so ist es auch bei vielen anderen Menschen und Autoren. Was normal oder auch fast schon langweilig für einen selbst ist, kann unglaublich interessant für andere sein. Also womit befasst du dich jeden Tag oder zumindest sehr regelmäßig, was für dich fast schon eine Routine irgendwo ist, aber was für andere sehr, sehr interessant und spannend sein kann. Und weißt du was? Ich bin mir sehr sicher, dass dir das nächste Video besonders gefallen wird. Denn mit diesem Video haben wir die Recherchephase abgeschlossen und beginnen endlich mit dem Schreiben selbst. Wenn du das nicht verpassen möchtest, dann solltest du auf jeden Fall den Kanal einmal abonnieren. Und wenn du es gar nicht abwarten kannst, dann kannst du alle Schritte zum Drehbuchschreiben in meinem Buch 8,5 Schritte nachlesen. Ich persönlich hatte bei den meisten anderen Drehbuchbüchern das Problem, dass mir viele Informationen entgegengeworfen wurden, aber beim Schreiben selber habe ich mich irgendwie alleine gelassen gefühlt. Daher habe ich mein Buch in verschiedene Schritte unterteilt, die du nach und nach umsetzen kannst und dabei nichts Wichtiges beim Drehbuchschreiben übersiehst. Was du auch nicht übersehen solltest, sind die beiden Videos im Outro, die dir garantiert gefallen werden, wenn dir dieses Video gefallen hat. Daher sehen wir uns da dann wieder und ab zum Outro.